Lieber Christian, einen herzlichen Dank für den Empfang, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Influencer und Innen, vor allem liebe Gäste des Hauses. Machen Sie reichlich Fotos von den neuen Kreationen des Hauses. Die Innenstadt hat es verdient, der Ludwig Beck hat es verdient, du und deine Frau haben es verdient. Ich komme ja nicht bloß zum Fass anzapfen, sondern auch um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Wir haben eine Innenstadt, die davon lebt, dass sie gute Kaufhäuser hat und nicht nur die üblichen Ketten, die sie überall finden. Das sage ich bei jeder Eröffnung, der ein oder andere, der es schon gehört hat, der hört jetzt einfach weg, aber ich meine es auch so. Ich bin stolz darauf, dass wir den Ludwig Beck immer noch in der Innenstadt haben, trotz aller schwierigen Corona-Lagen, trotz aller schwierigen Geschäfte. Deswegen tun Sie Gutes, posten Sie viele hübsche Dirndl oder vielleicht auch ein paar Joppen. Ich habe noch ein bisschen Nachholbedarf, das weiß ich, aber den werde ich auch bei euch decken. Und tun Sie dem Kaufhaus was Gutes, tun Sie der Münchner Innenstadt was Gutes. Die Leute sollen nicht offline nur schauen und dann online kaufen, sie sollen auch offline kaufen. Das tun Sie ja mit vielen guten Kolleginnen und Kollegen ab und an. Darf ich mich deren Beratung auch versichern und denen möchte ich auch ein ganz herzliches Dankeschön dafür sagen, euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr viel Geld reingesteckt habt, durch alle Krisenzeiten auch viel privates Geld reingesteckt habt, um dieses Haus zu erhalten. Dafür ein herzliches Dankeschön. So, 15 Tage haben wir noch bis zur Wiesn. Jetzt wird es dann richtig eng, wenn man also das Dirndl der Wahl kauft, dann ein bisschen was vielleicht ändern muss. So langsam, glaube ich, wird es Zeit. Also heute umschauen, morgen dann kaufen, das ist das Richtige. Als Wiesn-Chef will ich nur eines sagen, angesichts der ganzen Diskussionen, die sich da gerade abspielen und dieses Vorfalls auch, den wir heute leider sehen mussten in der Stadt München, die Wiesn ist eine sichere Veranstaltung, ein sicheres Volksfest. Deswegen machen Sie sich keine Gedanken darüber. Wir können keine absolute Sicherheit garantieren, aber es ist eine Veranstaltung, die für ein Volksfest sicherlich das sicherste in ganz Deutschland und in der ganzen Welt ist. Ich habe mit sehr viel Verwunderung gesehen, dass der Solinger Vorfall überhaupt nichts ausgelöst hat, keine Stornierungswelle, ganz im Gegenteil. Es ist noch viel dichter in den Zelten geworden, also die letzten Plätze, die es noch gibt, die sind jetzt auch schon fast alle weg. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ich Sie alle auf der Wiesn begrüßen darf, egal ob zum Anstich oder während der Wiesn. Wenn ich den einen oder die andere, die ich heute Abend grüße, darüber sehe, einfach kurz den Schlag auf den Hinterkopf, dann merke ich schon wieder. Und nach dem Schlag auf den Hinterkopf mache ich jetzt erst einmal den Schlag auf das Fass Bier und bin schon wieder ruhig, damit Sie alle wieder weiter sich gegenseitig unterhalten können und vernetzen können. Einen herzlichen Dank, Christian, Sandra, dir und euch beiden. Die Sandra hat man ja nicht nur hier gesehen beim Auflegen, auch bei Adele war sie in der VIP-Lounge von Käfer und hat aufgelegt, dafür auch einen herzlichen Dank. War super Sound auf die Ohren, wie wir es heute auch gehabt haben. Vor allem, ja gut, die hat heute auch gesungen, aber der VIP-Sound war mindestens genauso gut. Ich sage allen, die da gewesen sind, bei Adele einen herzlichen Dank, war viel Arbeit, die herzubekommen, hat sich, glaube ich, orientiert, auch fürs Chef bei euch und jetzt bin ich ruhig, zapfe an und dann gibt es was zu trinken.